Ich lese das Solinger Tageblatt von Samstag, den 26. Oktober 2019. Es geht wie immer um Nachrichten aus dem Bezirk Höchscheid. Bei mir stehen die im Mittelpunkt Nachrichten aus Solingen und dann erst überregionale Nachrichten. Zeitung wird nichtsdestotrotz kurz vorgestellt. Titelbild ist zurück zur Winterzeit. Und es wird eine Uhr gedreht mit einem Mann in einem roten Flanellhemd, der auf einer Leiter steht. Die rote Fahne, Farbe wird oben an der Leiter wieder aufgegriffen. Bis auf die scheiß Tanne daneben. Gibt das Ganze ein stimmiges Bild. Ich weiß auch nicht, warum man es da nicht abschneidet und in die Mitte setzt. Wahrscheinlich muss das das Format haben. Auf jeden Fall nicht 4:3, sondern irgendwas Komisches. So, ich kann das mal gerade zeigen. Titel Story ist: Der Ökostrom boomt und die Windkraftbranche leidet. Verstehe ich da nicht. Aber der Ausbau der Windenergie lahmt. Ja. Wenn die Dinger betrieben werden, weiß ich nicht, warum die Windkraftbranche leidet. Und wenn das Zeug nachgefragt wird, verstehe ich es auch nicht. Das ist Journalistenlogik. So, im Solingen Teil, Cem Özdemir erhält schärfste Klinge. Dann auch mit so einem komischen Foto mit schwarzem Rauch. Ich finde das Foto scheiße. Schon das zweite Foto, das ich scheiße finde. Das, wie gesagt, das Titelbild könnte ein stimmiges Bild ergeben, wenn da der scheiß Grünschnitt nicht mit drin wäre. Und was das mit Cem Özdemir soll, ich zeig's mir gerade. Habe ich keine Sekunde verstanden. Da gibt es schönere Fotos. Ist eine Unverschämtheit, sowas so zu drücken. Ein DPA-Foto. Paul Zinken. Sich nicht mehr einer getraut, seinen richtigen Namen drunter zu schreiben. Die Vorbereitungen für den großen Abend im Theater- und Konzerthaus laufen auch auf Hochtouren. Am kommenden Donnerstag, 31. Oktober, verleiht die Stadt Solingen ihren Ehrenpreis am Reformationstag, ist das, glaube ich. Schärfste Klinge an den Bundestagsabgeordneten Cem Özdemir. Der Preisträger hat ein umfangreiches Rahmenprogramm zu absolvieren. Wenn man dem so Befehle geben kann. So, und das Scheiß-Titelbild findet sich dann auch wieder im Lokalteil größer wieder. Und ist einfach nur abartig, wenn man. So. Der luxemburgische Premierminister Gaston Thron hat ein schönes Bild gekriegt. Das von Preisträgerin Hertha Müller ist in Ordnung. Und der luxemburgische Premierminister Jean-Claude Juncker hat ein Bild gekriegt, was schön ist, wie ich finde. Ist auch stimmig. Cem Özdemir kriegt so ein Scheißbild. Ich hab's nicht verstanden. Hier. Bah, ihr seid widerlich, wenn ihr Menschen sowas antut. Das ist ein Preis, da soll man sich drüber freuen. Scheiß Zeitung. So, Lokalteil, Seite 15, immer samstags, montags war es auch schon mal auf Seite 15. So, hier Kleinanzeigen. Liebe Mama, liebe Chantal, Haura, endlich 18, hier, so sieht es denn aus. Gibt es hier auch in Farbe irgendwas, gibt es da Kommunikation und Konfliktmanagement von mir aus. Immobilienteil gibt es, ein Wochenendteil mit Reise. Nicht nur für etwas für ältere Semester. Hier ist übrigens alles grün auf der Immobilienteil. Manchmal haben Farben was zu sagen. Und Solingen ist auch grün. Ich weiß nicht, warum das in grün ist. Ich finde sowas abartig.
zum Glück noch Serifen drin. So, jetzt ein Blick auf die Karikatur, die Seite 2. Die Karikatur ist ein römischer Streitwagen und die SPD Hollow Doppelspitze und es fehlen die Pferde. Von mir aus kann es losgehen, ist ein bisschen besser als die. Schwarz-Weiß-Karikatur. Ist wahrscheinlich auch schwarz-weiß. Darunter gibt es, wer macht das Rennen um den SPD-Vorsitz, die entsprechenden Doppelspitzen, auch mit kurzem Rock, endet über dem Knie. Naja, die Frau würde, dann soll man wahrscheinlich auf die Beine gucken. Nina Scheer, Karl Lauterbach, Norbert Walter Borjan, Saskia Esken. Saskia Esken hat den Rock, der über dem Knie endet. Michael Roth, Christina Kampmann, kenne ich gar nicht. Petra Köpping, Boris Pistorius, Olaf Scholz, Clara Geiwitz, sagt mir nichts, Ralf Stegner und Gesine Schawan. Ich hab, weiß nicht, wer es da macht. Entweder Clara Geiwitz habe ich schon mal gehört und Olaf Scholz auch. Und Ralf Stegner kenne ich auch und Sine Schwan. Wahrscheinlich die letzten beiden Paare. Ich sage es nochmal: Olaf Scholz, Clara Geiwitz, Ralf Stegner und Gesine Schwan. Kommentare: Parabel Windkraft. Greift den Titel auf, Erdogan ist nicht so stark, wie er sich gibt, finde ich scheiße, wenn man schon mal so eine Karikatur hat, die passende Geschichte, dann sollte man den ersten Kommentar da auch zu schreiben. Naja, es ist halt keine schöne Zeit. So. Wie steht Meinung und Analyse nicht mehr? Hier und heute finden wir Stadtwerke untersuchen. Das kann man machen. Das ist hier aus der Regierung. Ich glaube, ich muss gut für die Seite 3. Wenn die Seite mit Säure entstellt werden soll, ich habe damit nichts zu tun, was uns gleich ist. Karriere, Klick per Knastomat. In den Gefängnissen von NRW fehlt jede Menge Personal, dabei ist der Job laut Ministerium gar nicht so gefährlich, aber eben absolut süß. Naja. Verkehrsminister bleibt trotz Attacken cool. Andreas Scheuer ließ die Attacken mit einem Pokerface über sich ergehen. Sonntag Zeitumstellung, Seite 5. Sowas gehört ins Volk. Tagesthema ist auf. Fernsehen Seite 6 und Fernsehen Sonntag Seite 7 kann man machen. Gehört dann auch auf 6 und 7. Der Tatort wird vorgestellt, so muss das sein. Mal gucken. Sportschau 18 Uhr ist nicht dick und farbig, kann man, sollte man machen. Und das aktuelle Sportstudio im ZDF 23 Uhr ist auch nicht dick. Das geht gar nicht. Da gehört schon ein Hinweis auf die Bundesliga in Farbe rein. So. ARD, ARD, ZDF, Arte, kann man so machen. Sonntag, Arte, ARD, ZDF und dann erst die privaten geht auch. Irgendwo muss ja öffentlich bestellt gemacht werden. Da genau gehört der Hinweis beim Programmtipps in der Fernsehseite. So. Leute. Kein Sport, doch Christoph Daum, aber nur auf der linken Seite. Monty Pythons, bekanntester Komiker,
Er kann auf Kultserien und Serien wie Fawlty Towers, Das Leben des Brian und Ein Fisch namens Wanda zurückbringen. Nun wird John Cleese 80. Naja. So, dann Rom, der skandalöse Abend. Gladbach-Fans brennen im Stadion Bengalos ab. Es war in Italien von mir aus. Und es gibt eine Laufbahn. Geil. Das Stadion wäre ich vielleicht auch gefahren. Schwer Verletzte und Verhaftung. Wie so ein bisschen rauchen wir hier. Können wir das zeigen. So, nichtsdestotrotz, wir kommen zum Lokalteil. Solingen. Wirtschaftsbörse, Mitarbeiterwohnung. Da ist immer noch nichts von der Rohstoffbörse drin, finde ich scheiße. 14, nein. Vielleicht kurz dahin. 13, die Wirtschaft geht auch. Service und Leben 12. Finde ich gar nicht so schlecht. Sport gibt es 11. Ist nur Samstag was geil. So. Dann kommt Solingen in Grün. Finde ich auch schon wieder scheiße. Wie gesagt, es ist keine schöne Zeitung. Deshalb ist Solingen für Shem Epstein mir wichtig. Und dann kriegt er so ein Scheißbild. Ich zeig's nochmal. Es ist eine absolute Unverschämtheit. Und es ist ehrlich gesagt Augenkrebs, wenn man sich das angucken muss. Bah. Stefan Prinz hat die Verantwortung. Und es ist ein DPA-Foto von Paul Zinken. Und man muss sich nur mal das Pseudonym angucken. Und dann weiß man, dass es einfach nur absoluter Dreck ist, sowas in die Zeitung zu bringen. Ehrlich gesagt, ich höre jetzt auf, mir kommt die Kotze hoch.